Hallo und herzlich willkommen. Stell dir vor, du bist voller Energie und Begeisterung, bereit, die Welt zu erobern. Doch plötzlich merkst du, dass dir diese Energie Stück für Stück entgleitet. Deine Arbeit, die dir einst Freude bereitet hat, wird zur Last. Du fühlst dich ausgebrannt und leer. Klingt das vertraut? In diesem Video erzähle ich dir die Geschichte von Anna, die ihr Leben in ein Burnout steuert. Und ich gebe dir auch einen Weg, wie man aus dem Burnout wieder rausfindet. Bleib dran, um herauszufinden, wie auch du deine Lebensenergie wieder auffüllen kannst. Anna ist also Mitte 30 und arbeitet in einem großen Unternehmen. Als sie ihre Stelle vor ein paar Jahren antrat, war sie voller Energie und Enthusiasmus. Jeden Tag sprang sie aus dem Bett, bereit, die Welt zu erobern. Doch allmählich begann sich etwas zu verändern. Die Projekte wurden umfangreicher, die Deadlines immer knapper und die Erwartungen ihrer Vorgesetzten stiegen ins Unermessliche. Anna fand sich oft dabei, Überstunden zu machen und Arbeit mit nach Hause zu nehmen, um alles rechtzeitig zu schaffen. Und ihr einst erfüllender Job begann sie zu erdrücken. Steigende Anforderungen und knappe Deadlines erhöhten den Druck, während die ständigen Überstunden und das Mitnehmen der Arbeit nach Hause zu Erschöpfung führten. Es geht also um die vernachlässigten Grundbedürfnisse. In einem Arbeitsumfeld gibt es wichtige Grundbedürfnisse, die man für sich selbst abfragen sollte, um ein Burnout zu vermeiden. Anna begann, diese zu vernachlässigen. Ihre Arbeit verlor beispielsweise für sie an Relevanz, da sie oft Aufgaben erledigen musste, die sie als bedeutungslos empfand. Die Selbstständigkeit fehlte, da ihr zunehmend Vorschriften gemacht wurden, wie sie ihre Arbeit zu erledigen hatte. Die Bewusstheit ging verloren, da sie sich in einem ständigen Hamsterrad aus Aufgaben und Deadlines befand und nicht mehr wusste, warum sie tat, was sie tat. Ihre Selbstwirksamkeit nahm ab, da sie kaum noch Erfolge sah und die Verantwortlichkeit war mehr eine Bürde als eine Motivation. Stolz und Akzeptanz schwanden und ihre Identität begann sich in ihrer Arbeit aufzulösen. Um ein Burnout zu vermeiden, sollten also folgende Grundbedürfnisse erfüllt sein. Die Relevanz, also das Bedürfnis, etwas Sinnvolles beizutragen. Zweitens die Selbstständigkeit, also die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Drittens die Bewusstheit, verstehen, was man tut und warum. Viertens die Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, erfolgreich und wirksam zu sein. Fünftens die Verantwortlichkeit, Verantwortung zu tragen und anerkannt zu werden. Sechstens der Stolz und die Akzeptanz, die Selbstachtung und die Anerkennung finden. Und siebtens seine Identität, wissen, wer man dabei ist und was einen ausmacht. Neben der Karriere gibt es zusätzlich wichtige Lebensbereiche bei jedem Menschen, die ausgeglichen sein müssen, um ein Burnout zu vermeiden. Anna opferte ihre Gesundheit, indem sie keine Zeit mehr für Sport oder Entspannung fand. Ihre Beziehungen litten, da sie kaum noch Zeit für Familie und Freunde hatte. Sicherheit schien ihr zwar finanziell gegeben, doch emotional fühlte sie sich unsicherer denn je. Und ihre Spiritualität, einst eine Quelle der Ruhe und Kraft, verkümmerte, weil sie keine Zeit mehr fand, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Die wichtigsten Lebensbereiche, die also ausgeglichen sein sollten, umfassen Gesundheit, also Zeit für Sport und Entspannung finden, Beziehungen, Zeit für Familie und Freunde haben, seine Sicherheit, finanzielle und emotionale Sicherheit und natürlich die Spiritualität, Zeit für Selbstreflexion und innere Ruhe. Die ersten körperlichen Symptome ließen nicht lange auf sich warten. Anna bemerkte, dass sie immer häufiger unter Kopfschmerzen und Verspannungen im Nacken litt. Ihr Magen rebellierte und fühlte sich ständig unwohl. Ihr Lebenspartner merkte an, dass sie oft gereizt und abwesend wirkte. Trotz alledem drängte Anna sich weiter voran, überzeugt davon, dass sie jetzt halt da durch müsse. Anna, die also einst mit so viel Leidenschaft und Freude gearbeitet hatte, begann sich leer und ausgebrannt zu fühlen. Sie dachte oft, ich kann nichts mehr so recht genießen, ich bin total fertig. Dieser Gedanke ließ sie nicht los. Sie versuchte also ihre innere Leere mit noch mehr Arbeit zu füllen, in der Hoffnung, dass sie dadurch wieder alte Energie finden würde.
Doch das Gegenteil trat ein. Die Energie, die einst ihre Arbeit befeuerte, wich langsam und unaufhaltsam. Die typischen Symptome sind also Kopfschmerzen und Verspannungen, Magenprobleme und ständiges Unwohlsein und die Gereiztheit und Abwesenheit im Privatleben. Burnout wird häufig beschrieben als Verlust an Lebensenergie. Ich schaffe mein Leben nicht mehr. Doch es gibt Wege, diese Lebensenergie wieder aufzufüllen. Eine Methode, die dir dabei helfen kann, ist Kriya-Yoga. Kriya-Yoga ist eine uralte Technik, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Durch gezielte Atemübungen, Meditation und Achtsamkeit kannst du deine innere Balance wiederfinden und deine Batterien aufladen. Einige der wirksamsten Kriyas sind die Isha-Kriya. Diese einfache, aber kraftvolle Meditationstechnik kann bereits in wenigen Minuten am Tag praktiziert werden. Und sie hilft, den Verstand zu beruhigen und Stress abzubauen und Klarheit zu schaffen. Wir verlinken sie dir in der Beschreibung. Sie ist kostenlos auf YouTube erhältlich. Dann die Shambhavi Mahamudra Kriya. Diese fortgeschrittene Technik wird von ausgebildeten Lehrerinnen vermittelt und löst tiefsitzende Blockaden, sodass die Lebensenergie wieder fließen kann. Und die noch fortgeschrittenere Technik lautet Shakti Chalana Kriya und die Shunya Meditation. Diese Techniken bieten tiefe meditative Erfahrungen und reinigen die Energiekanäle im Körper, ideal für erfahrene Meditierende. Shambhavi Mahamudra Kriya und Shakti Chalana Kriya und Shunya werden mittlerweile in vielen Städten in Programmen angeboten, bei denen du dich gerne anmelden kannst. Natürlich gibt es noch viele andere Kriyas, die ebenso wirksam sind. Diese, die hier aufgezählt wurden, sind nur diejenigen, die wir selbst machen und empfehlen können. Wenn du anfangen möchtest, dein Leben wieder in den Griff zu bekommen, dann schau doch mal auf unserer Website immerwelt.org vorbei. Dort bieten wir auch die Immer Transformation Challenge an. In diesem Kurs erfährst du, wie du durch bewährte Methoden und Techniken deine Lebensenergie wieder aufladen und ein ausgeglichenes, erfülltes Leben führen kannst. Stell dir selbst hin und wieder einige wichtige Fragen. Wann habe ich das letzte Mal wirklich tief durchgeatmet und mich entspannt? Gönne ich mir regelmäßig Momente der Ruhe und Reflexion? Bin ich mir meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche eigentlich bewusst? Was sind meine wahren Kraftquellen im Leben? Die wichtigen Maßnahmen dabei? Kriya-Yoga zur Wiederherstellung der Balance? Regelmäßige Pausen und Zeit für Selbstreflexion, Bewusstheit für eigene Bedürfnisse und Wünsche entwickeln und die Identifikation und die Nutzung persönlicher Kraftquellen. Indem du dir diese Fragen stellst, beginnst du den Weg zu einer tieferen Selbsterkenntnis. Erkenne, was dir wirklich wichtig ist und wie du deine Energiequellen nachhaltig nutzen kannst. Lerne, deine Lebensenergie zu pflegen und zu schützen. Denk daran, deine Lebensenergie ist kostbar. Es ist wichtig, sie zu pflegen und zu schützen. Und durch Techniken wie Kriya-Yoga, regelmäßige Pausen und ein Bewusstsein für deine eigenen Bedürfnisse kannst auch du deine Energiequellen wieder auffüllen und ein erfülltes und ausgeglichenes Leben führen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Geschichte anzuhören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, mehr auf dich selbst zu achten und Wege zu finden, deine Lebensenergie wieder aufzuladen. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass gerne einen Kommentar und teile es mit anderen, die davon profitieren könnten. Bleib gesund und finde deine innere Balance. Alles Gute!